So, wir sind bei der nächsten Folge, denke ich, angelangt. Wir haben das letzte Mal über Detektivfilme und keine Ahnung was geguckt, geredet. Ich habe mich ein bisschen aufgeregt, dass halt eben alles Bullshit ist. Und ich denke, jetzt gehen wir langsam wieder back nach Hause, weil ich finde hier keine Höhle mehr. Ich finde keine Höhle. Oh, aber wir haben Eisen. Haha, noch mehr Eisen. Weil das Ding ist halt, je mehr man Eisen hatte, desto glücklicher ist man. Man weiß es. Auch im Real Life, je mehr Eisen, desto glücklicher. Naja, normalerweise sagt man bei Kohle. Naja, okay, bei Kohle auch nicht so unbedingt. Also Kohle im Sinne von Cash. Cash in the Tash. So, ah, scheiße, ich hätte mich hochbauen müssen. Ich bin doof. So, oder wie bin ich hier runtergekommen? Wie bin ich hier runtergekommen? Ich habe mich doch irgendwie mit so einem Weg runtergebaut. Ja. Ich habe mich irgendwo runtergebaut. Ich habe aber keine Ahnung, warum ich aber auch. Ich habe genug Steine. So, ich baue mich erstmal hoch und danach, ich baue das Bett vielleicht ab. Ich baue das Bett vielleicht ab. Das ist natürlich jetzt ein bisschen gefährlicher mit dem abgebauten Bett, weil ich dann halt eben keinen Spawnpunkt habe, beziehungsweise Spawnpunkt an Dingens. Ich hoffe, ich kacke jetzt nicht mehr ab. Aber das Bett hat ja in der letzten Folge uns extrem hart gerettet. War extrem cool. Ah, übrigens, die Aufnahme wird etwas länger dauern als gewöhnlich, weil ich muss halt ein bisschen vorproduzieren. Dies, das, Ananas. Eine Folge eben. So. Wir müssen, denke ich, in die Richtung. Oh, hier gibt es neue Sachen. Es gibt keine Kniebeinschützer oder wie man das halt eben nennt. Das ist schade. Hier gibt es irgendwie so Steinchen. Steinchen jetzt bloß aufpassen. So, ich denke, ich muss in diese Richtung. Ich muss, denke ich, in diese Richtung. Aber ich gucke vielleicht nochmal auf mein Handy, in welche Richtung. Nein. Nein. So, ich guck mal auf Mandy, ich habe da ja gespeichert, wo ich halt eben hinlaufen muss. Ich hoffe, ich finde es immer noch wieder. Wo haben wir? Da haben wir das. Perfekt. Minus 262, das heißt, es geht in die Richtung. Das heißt, es geht irgendwie in die Richtung und minus 327. Okay, perfekt, das geht in diese Richtung. Wir sind auf dem guten Weg, ins Phantasialand. Was ist das denn hier? Ach, scheiße, ich bin fast runtergefallen hier in die Dingens. Ich muss aufpassen. Ich habe schon gedacht, ach, normale Höhle, bla bla, dies, das, Ananas. Aber zum Glück habe ich es gesehen und bin halt eben nicht runtergefallen. So. Maybe next Thema. Und zwar, es ist halt eben wieder das Leidensthema. Ich weiß, ja, aber wenn ich halt irgendwie eine Newsseite aufmache, da kommt eben... Also davor war halt immer nur Corona-Themen. LOL, der Wolf hat jemand, er hat einfach Schafe zerfleischt, krass, hallo Hühnchen, ne, Hühnchen mag er nicht, er mag nur Schafe, krass, wusste ich gar nicht, dass hier auch irgendwie was, und Hasen könnten die vielleicht auch zerfleischen, ich denke, Wölfe essen auch Hasen, kann auch sein, ups, ich mache das lieber so, ich fand den Sound ein bisschen gerade komisch von dem Hasen, ich muss hier nach rechts eigentlich, um halt eben auf den perfekten Weg zu kommen. Wow. Ja, wir sind aber, denke ich, gar nicht so krass weit weg gewesen. Oder sind. So, das nächste Thema und zwar Corona in Schweden. Ich denke, ich habe darüber nur so ein bisschen mal geredet. Ich weiß es gar nicht. Aber auf jeden Fall, die sind einen speziellen Weg gegangen. Nicht so wie die ganzen anderen Länder mit irgendwie Lockdown, hast du nicht gesehen. Krasse Maskenpflicht. Ist da eine Höhle? Haben wir da eine Höhle etwa entdeckt? Geht es etwa wieder in eine Höhle? Weil das Ding ist halt, ich versuche jetzt so viel wie möglich mitzunehmen an Ressourcen. Ja, solange wir hier unterwegs sind. Ja, tolle Höhle. So, und bei denen war halt eben das Ding, die hatten halt eben kein Lockdown, dass irgendwie alle zu Hause bleiben müssen oder so und hast nicht gesehen, sondern die haben eben das vermieden, aber dafür haben die halt den Preis in Kauf genommen, dass sie viele Tote hatten, speziell Senioren. Und da wurde sich irgendwie beschwert, ja, ihr habt gar nicht auf die Seniorenheime geachtet, bla bla, keine Ahnung, hast nicht gesehen. Da gab es halt eben viele Tote, weil wenn in einem Seniorenheim so eine Corona-Epidemie ausbricht, ne, Pandemie heißt das dann? Keine Ahnung. Ja, dann ist halt eben Ende. Weil man weiß doch, also jeder hat doch mal so gehört, ja, ältere Menschen haben es schwieriger mit Corona und hast nicht gesehen, scheiße, weil die halt eben nicht so ein gutes Immunsystem haben, dies, das, Ananas. Ja, und ja, Schweden, wo kommt eigentlich das Corona-Bier her? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, Schweden
hat halt eben auf die Eigenverantwortung der Bürger gesetzt. Ich denke mal, wie Holland auch. Leute, gibt es noch einen Wolf? Ist er böse? Nein, der ist nicht böse. Die sind freundlich, sind alle freundlich. Aber sobald man einen angreift, sind alle auf einen böse. Das ist halt eben das Dingchen hier in Minecraft. Ja. Und das Ding ist halt, ja, also das war halt in Holland. Und ich vermute mal auch, dass es halt auch in Schweden es halt eben keine Maskenpflicht gibt. Dass halt, wer eine Maske tragen will, der trägt eine Maske und wer keine tragen will, der trägt halt eben keine. Und ich denke mal, die meisten tragen dann keine Maske. Weil sowas sind halt eben nur irgendwie Chinesen oder Japaner gewohnt, weil wenn man sich so überlegt oder Bilder so sieht, mal aus Japan oder China, da sieht man immer mal wieder so Menschen, die tragen einfach mal so Maske draußen in der Bahn, keine Ahnung, da habe ich mir auch immer so gedacht, yo, was geht ab, was ist das denn? Ist das ein Hive? Krass, was, oh nein, ich greife ihn lieber nicht an, sonst kommt noch eine Biene und macht mich kaputt, Junge. Ich greife ihn lieber nicht an. So, ich weiß nicht, wie weit wir noch, sind wir etwa schon fast da? Weil die Pferde, die könnten eigentlich ein Indiz sein für das, wo wir sind. Ich. Doch, wir sind eigentlich, denke ich, schon fast da. Krass, ich denke schon. Oder? 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 Also an diese schwarzen Pferde kann ich mich, denke ich, erinnern. Es geht auf jeden Fall noch ein bisschen in diese Richtung. Und dann sollten wir eigentlich schon fast da sein. Okay, fast bestimmt nicht, aber ja. Und. Ja, und das. Nee, das habe ich, denke ich, nicht erzählt. Mit dem in Holland, wie ich in Holland war. Und das klauen wir auch mal ganz flott, die Karotti. Erzähle ich mal, wenn ich schon mal erzählt habe, tut mir leid, aber ich erzähle es vielleicht nochmal. Ich war in Holland, wer meine Story verfolgt hat, ich habe mir da so Chips geholt und Dings habe ich mir geholt. Also so ein Kuchen, da aus Jumbo heißt der Laden. Das war an einem Sonntag, deswegen war ich halt in Holland, weil Deutschland war alles zu. Ja, wir sind da, da sehen wir das schon. Ja, Mann, ich habe gedacht, das da, aber nein, da ist unser Haus. Da sehe ich schon auch das Bäumchen da drin. Ja. Und da stand ich halt eben an der Kasse. Und ja, hinter mir war einfach ein Dude und der hat mich einfach angeschnauzt. Da habe ich mir auch so gedacht, Bro. Also, das Ding ist halt, die Kasse war relativ klein. Und da habe ich mir so gedacht, ja, irgendwie so einen Trenner zu legen. Erstens, das ist Verbreitung von Corona. Ja, tut mir leid, dass ich das immer dauernd immer wieder sage, aber oder halt generell andere Krankheiten, wenn man es immer anfasst. Und das ist halt eben auch, ja, Verbreitung von dem ganzen anderen Shit. Ja, und das ist halt eben das Problemchen. Deswegen habe ich da halt irgendwie keinen Warentrenner hingelegt. Und der hat sich dann so beschwert, also ich stand dann auch ganz vorne an der Kasse und Mindestabstand 1,5 Meter. Die Kasse war vielleicht 1 Meter lang, also dieses Fließband oder vielleicht ein bisschen länger, 2 Meter, also relativ kurz. Ja, weniger 1,5 war es irgendwie lang oder so, also auf jeden Fall echt, echt kurz. War, ich lege erstmal den ganzen Shit raus. Ich denke, ich muss braten gehen. Ich muss braten gehen. Braten, 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 braten. Braten legen wir hier die ganzen Schütte ein. Gold. Ne, das war Eisenerz. Gold. Eisen, 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 Eisen. Noch mehr Eisen. Ganz viel Eisen. So, ich denke, ich kann gleich noch ein bisschen Eisen rauslegen. Boah, aber das muss echt schnell braten jetzt. Weil das halt eben so ein spezieller Schmelzofen ist. So. Und der Dude hatte auch keine Maske an, ist mir voll auf die Pelle gerückt, also kein Mindestabstand, kein gar nichts. Voll so, wieso nimmst du die ganze Kasse für dich ein, wieso hast du keinen Warentrenner hingelegt, bla bla, hast du nicht gesehen. Da habe ich mir so gedacht, Bro, Bro, verpiss dich einfach nur, Hammelfleisch, Gammelfleisch eher gesagt. Ja, und da habe ich mir auch so gedacht, was willst du? Das ist die Eigenverantwortung. Deswegen sind halt auch eben so viele Menschen in Schweden erkrankt und halt eben auch so viele gestorben. Ich denke mal, also ja, speziell Alte und keine Ahnung was. Aber das ist halt eben das Problem, dass man auch so die Eigenverantwortung der Menschen nicht unbedingt immer setzen kann. Speziell, ich nenne es mal so, eigentlich gar nicht setzen kann. Weil, ja, wir Menschen sind halt eher so, was kann ich mit dem Komposter machen? Ich probiere mal Dingens aus. Ja, wir denken in erster Linie an uns selber. Und danach denken wir erst an. Seelenlagerfeuer. Aha, was ist das denn? Seelenerde? Entridettes. Was? 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 Was ist das denn?
Scheiße. Ja, und dass wir halt eben eher erstmal an uns denken und dann erst an die anderen. Und das halt eben das. Lol, okay, Strohballen. Und das ist halt eben das Problemchen bei dem. Was ist das? Bognertisch. Das probieren wir jetzt direkt aus. Und das ist halt eben das Problemchen. Ja, weswegen man eben meiner Meinung nach nicht unbedingt auf diese Eigenverantwortung krass setzen sollte. Ich denke, das war irgendwie so gebaut, kann das sein? Irgendwie so, 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 so. Ja, was macht das jetzt, dieser Tisch? Das ist fake, das ist alles fake. Krass, das ist voll gefaked. Dieser Bogner Tisch. Krass, okay, das ist einfach nur so Aussehen, dies, das, Ananas. So, wir gehen einmal pennen. Ja, wir gehen einmal pennen und dann machen wir mal weiter hier mit diesem ganzen Bogner. Leute, ich muss ja, ich brauche jetzt komplette Konzentration, das hier alles abzuchecken. Plattenspieler, richtig, ich habe ja gesagt, Diamanten brauchen wir. Nein! Nein! Ich wusste, dass wir irgendetwas vergessen haben. Die Schallplatte. Ey, Leute. Leute, Leute, Leute. Ich habe mich so gefeiert. So gefeiert, dass mit der Schallplatte geklappt hat und jetzt so eine Scheiße. Ey. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch echt nicht wahr sein. Jetzt ist die Schallplatte weg. Ja, komm, ist egal. Räucherofen. Aha! Den brauchen wir. Den haben wir noch nicht. Oder haben wir den schon mal gebaut? Doch, den haben wir schon fürs Essen gebaut. Doch, hier fürs Essen haben wir gemacht. Räucherofen. So. Das heißt, Räucherofen haben wir schon. Oh, ich habe voll die geile Idee gesehen, wie man Dingens bauen kann. So eine Toilette. So eine Toilette, wie man so eine Toilette baut. Wir können so einen Toilettenraum machen, beziehungsweise ein Bad. Notenblock kann man machen. Das ist hier so ein Schleifstein. Keine Ahnung wofür. Eisenbeinschoner. Werfer, Gemälde. Oder Gemälde. Gemälde, denke ich, wird das ausgesprochen. So ein Komposter. Wofür ist denn eigentlich so ein Shit da? Also hier sehen wir ein Fass. Okay. Bauen wir mal ein Fass. Was kann man da eigentlich so speichern in dem Fass? Wir holen mal vielleicht die Dinge ins Half-Slabs, damit wir nicht irgendwie neue krasse mal craften müssten. Ich nehme mal, ich denke, Fichtenholz. Ja, Fichtenholz haben wir am meisten. Und dann machen wir vielleicht einmal ein Fass. Keine Ahnung. Ah, wir haben nicht genug Holz. Also ich kann jetzt nicht so krass quatschen, weil ich mich ein bisschen konzentrieren muss für das Ganze hier, weil das nicht so easy ist für mich persönlich. Okay. Oh, geil. Oh, das ist wie so eine Kiste. Ah, und das geht auch sozusagen auf. Krass, 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 krass. Oh, wir könnten fast hier in die Küche bauen. Das ist eigentlich eine gute Idee. Warte, wir haben das hier. Da könnten wir vielleicht statt. Ja, statt der Kiste ist nicht unbedingt so das Ding. Aber wir könnten vielleicht, statt dem hier vielleicht ein Fass einfach mal hier so hinmachen. So, dann hätten wir hier sozusagen so ein Fass. Wir könnten aber auch zwei Fässer machen. Das wäre eigentlich sogar noch besser. Dann könnten wir da vielleicht sozusagen die ganzen Dingens machen. Flüssigkeiten, wie irgendwie Milch oder sonst was. Und es gibt halt auch keine speziellen Fässer, sondern nur sozusagen ein Fass einer Art. Also nur Eichenholzfass oder wie man das halt nennen kann. So, dann hätten wir ein paar Fässer. Wir könnten vielleicht auch so einen Fassraum machen, sozusagen so einen Saufi-Saufi-Raum. Oder wir könnten halt ein Dingensraum machen. Lagerraum. Und zwar so aus Fässern. Das wäre eigentlich eine coole Idee. Das wäre echt eine coole Idee. So, Diamantbeinschutz. Was gibt es hier noch für Sachen? Die Laterne haben wir auf jeden Fall schon mal gesehen. Schmiedetisch! Okay. 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 Wird gebaut. Okay. Ey, hier gibt es so viel krassen Scheiß. Okay. Wo ist Eisen? Da haben wir Eisen. So. Nice. Nice, aber ich denke, der kann nicht so groß. Geiles. Doch! Geil! Man braucht nicht unbedingt Amboss jetzt. Geil! Ausrüstung aufwerten. Ach krass, das ist aber auch, denke ich. Ne, das ist nicht beim neuen Update. Keine Ahnung. Das kann man auch so abbauen. Krass, 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 krass. Das kann man dann beim Waffenraum machen. Nice, 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 nice. Wir haben auf jeden Fall neue Sachen gefunden. Knochenblock. Ja, komm, der ist nicht so interessant. Den gab es eigentlich auch schon davor.
Was gibt's noch? Ja, ich habe aber auch nicht so den krassen Scheiß hier. Kürbiskuchen können wir machen, aber das ist auch nicht so krass. Grob Wegeplatte, Eisengitter. Eisengitter, da, wir könnten vielleicht auch so ein bisschen so Gefängnis oder sowas machen. Kolben. Ja, okay, hier gibt es jetzt nicht so den krassen Scheiß. Also so. Das Ding ist halt, wir müssen die Sachen entdecken. Erstmal entdecken und danach kann man aus denen halt sozusagen. Also dann sieht man halt eben, was man so neu machen kann. Oder beziehungsweise, wenn man die entdeckt hat, sieht man halt eben, wie man die baut. Das ist halt eben auch schon ein Problemchen. Zum Beispiel blaue Blumen kann man da direkt so auf Farben machen. Verschiedenfarbiges Glas. Ja. Also, wir haben zwei coole Sachen. Wir haben Schießstand. Vielleicht mache ich mal hier dieses hier. Zielblock. Stroh. Scheiße, ich weiß nicht, wie man Strohballen macht. Weil ich habe noch nie einen Strohballen gemacht. Ich probiere mal einen Strohballen zu bauen. Ich denke, Strohballen wird einfach so gebaut. Perfekt. So, jetzt brauchen wir ein bisschen Redstone. Schau in dein Rezeptbuch. Aha, Heu. Geil, aus Strohballen kann man nichts machen. Wow, super, super useless. Nice. Wollen wir hier Redstone? Da haben wir Redstone. Okay, Redstone haben wir schon mal rausgekriegt. Ich habe schon gedacht, oh mein Gott, haben wir das Redstone auch verloren? Oder beziehungsweise vergessen mitzunehmen. Aber nein, haben wir alles dabei. So, wir probieren einmal nochmal diesen Zielblock. Ah, nee, Strohballen. Nein! Was habe ich gemacht? So, jetzt perfekt. Zielblock. Kann da irgendwas Spezielles? Nö. Nö. Geil. Geil. Super useless. Aber wir könnten vielleicht einen Schießstand bauen. Also ich muss sagen, der Zielblock sieht schon cool aus. Aber der kann halt eben gar nichts. Ah, was wir machen könnten auf jeden Fall. Wir könnten die Kühe weiter fortpflanzen. Das ist eine gute Idee. Ich hoffe, die sind wieder gewachsen. Aber natürlich in unserer Abwesenheit ist nichts gewachsen. Aber wir können es auf jeden Fall mal ausprobieren. So. Wir könnten dann auf jeden Fall Dingens ausprobieren. Jetzt ausprobieren, aber den Schmiederaum bzw. den Waffenraum etwas upgraden, indem wir halt mit diesem Schmiededingens und dies, das, Ananas, hast nicht gesehen, alles da halt eben machen. So, oh Scheiße, ist nicht gewachsen oder beziehungsweise, ah ja, perfekt, aber die Kühe können Bumsi Bumsi. So, das geht auch. So, ich denke, das war's. Ja, das, also es gibt eigentlich nur noch diese eine Kuh kann noch. Ja. Ja, okay, super. Sauber, so. Das heißt, alle Kühe haben schon. Jetzt haben wir noch mehr. Oh mein Gott. Oh mein Gott, der Enderman. Oh mein Gott. Ich hab immer Angst vor den Endermans, weil das Ding ist halt, wenn man sie anguckt, ist man direkt tot. So. Wir waren eigentlich beim Corona. Corona. Schweden. Wir waren bei Schweden dran. So, wir waren bei Schweden mit Corona dran. Ja. Ah ne, ich war bei dem Holländer dran, dass er mich halt eben krass abgefuckt hat eigentlich, der Dude. Und dass ich halt eben krass abgefuckt auf den war. So, warte, ja. Und dass ich halt eben schon ziemlich genervt war. Also er war von mir genervt, ich war von ihm genervt. Ich hatte Angst um mein Leben. Er hatte Angst um sein, keine Ahnung, um seinen Arsch. Weißt du nicht. Das war halt eben das Problem. Also ich verstehe nicht die Leute, die halt wirklich so denken, ja, komm, es gibt nichts. Also auch die Leute, diese ganzen Corona-Leugner. Also das ist halt auch, ich verstehe die Leute nicht. Also wie kann man so, ich würde es mal auch sagen, so hirnlos. Man sieht doch einfach, China ist wirklich mein bestes Beispiel. Bestes Beispiel. Es ist eine Diktatur. Die wollen natürlich nicht zugeben, dass bei denen irgendwas schlecht im Land läuft. Die wollen immer perfekt sein, bla bla. Dass die Macht halt eben weiter bleibt, weil sobald man Schwäche zeigt, ist man am Arsch. Als halt eben, also überall auch in der Demokratie, sobald man Schwäche zeigt, wird man halt eben weggewählt. Ist halt auch ein Problemchen, aber das ist halt eben das Ding. So, Komposter wäre eigentlich interessant zu wissen, was man damit machen kann. So, aber ist jetzt nicht so krass wichtig. Nam, 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 nam. Beziehungsweise, wir machen eigentlich nicht unbedingt so einen Schmiederaum, sondern auch einen, ich nenne es mal, Waffen. Ah, Scheiße! Wir wissen nicht, wie man Dingens baut, so einen Waffenständer. Das wäre auch interessant zu wissen, wie man so einen Waffenständer baut. Den hätten wir abbauen müssen, da vor Ort. Das ist eigentlich blöd. Das ist blöd. Das ist blöd. Weil da vor Ort gab es ja so Waffenstände, die hätten wir abbauen müssen. Hätten wir gewusst, wie man die halt eben baut. So, aber wir könnten Dingens machen. Wo haben wir Eisen? Da haben wir Eisen. Ja, diese Leugner kann ich gar nicht nachvollziehen. Ich frage mich so, wenn die krank werden, diese Leugner, irgendwie auch in den Intensivstationen kommen, hast du nicht gesehen, was sagen die dann? Was sagen die dann? Ja, ich habe keine Ahnung, mir war einfach schlecht. Bro!
Mir war einfach schlecht. Deine Mom war einfach schlecht. Im Bett. Ah! Ja, das war's. Das war's eher. Und nicht irgendwie, ja, mir war einfach schlecht. So, Kessel, da machen wir Wasser rein. Und dann können wir noch ein Crafting Table da eigentlich hinbauen. Und dann, also hier neben dem Amboss machen wir noch das hier. Und hier machen wir noch ein Crafting Table. Weil das hier ist ja kein Crafting Table. Ausrüstung aufwerten. Warte, warte, warte. Kann man die Ausrüstung verbessern? Warte, 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 warte. Wir probieren das einmal aus. Nein, nein. Mit Blöcken? Mit Blöcken? Blöcken? Oder gibt es irgendwelche speziellen neuen Blöcke vielleicht? Nein. Oder andersrum? Andersrum? Nein. Okay. Okay. Ich weiß nicht, was da reinkommt. Da ist irgendwie so ein Barren, aber ich habe keine Ahnung, was für eine Barren da rein kann. Ist halt ein Problemchen. So, hier. Ja, ich komme nicht so easy durch. Das sieht, denke ich, schon mal ganz gut aus. Ich muss an die Wände. So, Waffenständer. Verdammt. Ich muss googeln. Ich muss mal kurz googeln. Waffenständer. Die Maus habe ich deaktiviert. Ich google mal kurz Waffenständer Minecraft, damit ich halt eben weiß, wie man an den halt eben baut. Waffenständer Minecraft. Weil das Ding ist halt, mich nervt, dass Rüstungsständer heißt eben. Und Rahmen ist auch eigentlich eine interessante Sache, weil dann können wir hier halt eben Waffen hier so reinmachen. Und Waffenständer ist halt eben für die ganzen Sachen. Wie wird er gebaut? Aha, mit ganz vielen Stöcken und einem ja, normalen Block ganz unten. Ja, und wie gesagt, ich frage mich halt wirklich, was die Leugner eben sagen werden oder sagen, wenn die halt eben mal selber daran erkranken oder vielleicht jemand aus deren Familie stirbt. Ich verstehe generell die ganzen Leute nicht. Die denken sich irgendein Bullshit aus. Dazu habe ich eine gute Geschichte. So, das ist eigentlich so. Ist doch richtig. Bro? Warte, glatte Steinstufe. Ach, glatte Steinstufe. Ach, scheiße, ich brauche eine glatte Steinstufe. Warte, wie machen wir eine glatte Steinstufe? Ah, Bruder, 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 glatter Stein, wollen wir glatter, da, glatter Stein, vielleicht hier raus kann man den glatten Stein, oder hab ich schon eine glatte Steinstufe? Nein, ich habe nur Steinstufen. So, dann machen wir eine glatte Steinstufe. Oh, es ist schon krass Nacht. Natürlich nicht so optimal, dass es so krass Nacht ist. Ah, die Folge ist eigentlich schon zu Ende, Leute.